Hallo liebe Freunde des Rechts, ich möchte heute über digitale Gewalt in Schulen sprechen und dabei erzählen von einem Vortrag, den ich heute in einer Würzburger Schule gehalten hatte und eine Frage, die dann aus dem Publikum kam mit einer Problemstellung, die mich durchaus beeindruckt hatte, nämlich wir hatten gerade anderthalb Stunden lang darüber gesprochen, wie das so funktioniert mit Sexting, üble Nachrede, Beleidigung, Bedrohungen, Stalking, Cybergrooming und so weiter. Und dann fragt am Ende des Vortrages eine Schülerin, was mache ich, wenn ich Opfer werde, aber der Täter bedroht mir an, er werde gegen mich vorgehen, mit seinen Freunden, mit seinem Kreis, wenn ich Anzeige erstatte. Und das ist wahrscheinlich eine gar nicht so seltene Konstellation, dass ein Opfer sich wehrt und sagt, das darfst du nicht, ich zeige dich an, ich suche mir Hilfe und der Täter sagt, mach doch, aber dann wird es dir noch schlechter gehen. Man könnte sagen, da gibt es kein Patentrezept, aber es gibt doch typische Muster, wie in so einer Situation vorgegangen werden kann, nämlich insofern, dass man sagen muss, es gibt Situationen, wo man sich tatsächlich erpressen lassen kann, wo es schwierig ist, wo man sehr behutsam vorgehen muss, wenn nämlich tatsächlich der Täter an einem längeren Hebel sitzt, zum Beispiel, weil er anonym ist, weil man nicht weiß, wo er ist. Und das war wahrscheinlich auch eine dieser Fälle, wie bei Lisa Maria Kellermeier oder Sachen, die ich auch selbst erlebt habe, wo man keine realistische Chance hat, kurzfristig einen Täter zu ermitteln, um ihn dingfest zu machen. Dort allerdings, wo man einen Täter hat, und wir vielleicht auch noch zunächst einmal von Dingen sprechen, die im Bereich der niedrigen oder mittleren Kriminalität liegen, die gleichwohl extrem anstrengend und quälend sein können für ein Opfer. Da kann es einen großen Unterschied machen und einen großen Hebel bedeuten, wenn eine Polizei und Staatsanwaltschaft mit den Mitteln der StPO zuschlagen kann. Und ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, wie wehrhaft der Rechtsstaat in solchen Sachen sein kann, wenn zum Beispiel wir eine Verbreitung von Bildnissen haben, was ja eine Straftat ist, auch nackten Bildern, also jugendpornografischen Material. Und dann kommt noch hinzu, dass der Täter zur Unterdrückung von Ermittlungsmaßnahmen Opfer und Zeugen bedroht. Wir haben dann also zunächst einmal irgendeine Grundstraftat, aber der Umstand, dass der Täter auf das Opfer einwirkt und sagt, wenn du zur Polizei gehst, dann bringe ich dich um oder tue irgendetwas. Das ist ein Haftgrund. Das ist der Haftgrund der Verdunklungsgefahr. Wenn also ein Täter in einem laufenden Ermittlungsverfahren, und zwar vielleicht auch schon bevor die Anzeige erstattet wurde, auf das Opfer einwirkt. Und da sollte man als Opfer wissen, man hat diesen Hebel in der Hand, man kann also tatsächlich etwas bewirken, insbesondere wenn die Beweise entsprechend gesichert sind. Und dann hat man die Wahl eigentlich, ob man sagt, okay, ich gebe das jetzt ab an die nötigen Stellen, sollen die es machen, sollen die bitte dafür sorgen, dass der Typ sofort oder die Täter, die Täterin, Täter, wer auch immer das jetzt sein mag, aus dem Verkehr gezogen werden. Natürlich werden die nicht lebenslang hinter Gitter gebracht, aber das, was der Staat in so einer Situation machen kann, kann durchaus einen Druck machen. Es ist aber durchaus auch möglich, dass in so einer Situation man sagt, so, lieber Täter, das, was du hier hast, ich habe mich beraten lassen, reicht eigentlich aus, insbesondere im Anbetracht deiner noch offenen Bewährung. Wir reden hier von jemandem anscheinend, der schon vorher strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, um hier spürbare Folgen zu machen. Und das ist ja auch der Grund, warum jemand droht, weil er nämlich gerade nicht möchte, dass Ermittlungen stattfinden. Das heißt, dass er damit auch angreifbar ist und das auch weiß. Und das ist wichtig für Opfer, dass sie nicht hilflos sind, dass sie sich zur Wehr setzen können, insbesondere wenn die Täter namentlich bekannt sind. Aber um zu wissen, welche Möglichkeit man hat, braucht man in der Regel Beratung. Und deswegen ist es so wichtig, die Entscheidung vorzugehen, trifft man nicht, wenn man sich Hilfe sucht, sondern die trifft man erst dann. Und der erste Schritt ist, die Situation zu analysieren, entweder durch die Polizei, Staatsanwaltschaft, durch eine Beratungsstelle, wie zum Beispiel HateAid, die sich genau auf solche Sachen spezialisiert haben, oder durch einen Anwalt, der möglichst ein bisschen was über digitale Gewalt und die entsprechenden Taten kennt. Und das ist das Ziel von solchen Vorträgen. Da freue ich mich, wenn danach jemand sagt, okay, jetzt weiß ich, dass ich nicht hilflos bin, dass ich die Möglichkeit habe, dagegen vorzugehen. Und ich habe mir dann gesagt, dann hat sich dieser Vortrag gelohnt, dann hat sich diese Zeit, die anderthalb Stunden, die wir da mit der 9. Jahrgangsstufe verbracht haben, gelohnt, wenn wenigstens einige der Menschen wissen, dass sie als Opfer nicht hilflos sind, aber vor allem auch als Zuschauer, als Leute, die mitkriegen, dass so etwas passiert, dass sie wissen, welche Möglichkeiten man hat, dagegen vorzugehen. In diesem Sinne, bleibt gesund.